So, weiter geht's in der Witcher-Welt. Ich habe jetzt schon das dritte Let's Play in Folge, mache ich jetzt. Also zwischendrin nicht alleine gespielt. Ihr habt also nichts verpasst. Ja, mein Lösungsbuch ist mittlerweile eingetroffen. Hab gerade mal nachgelesen bei der letzten Mission, die ich gemacht habe, wo ich Tristan sozusagen Tschüss gesagt habe. Die hätte ich auch da behalten können. Also hätte ich gesagt, bleib hier, dann wäre sie vielleicht da geblieben, wer weiß. Aber eigentlich wollte ich mich so ein bisschen auf Yennefer konzentrieren, weil wenn ich mit Triss zusammen bin, brauche ich nicht unbedingt mit. Hier ist ein Gegner. Brauche ich ja nicht unbedingt mit Yennefer zusammen sein. Geht auch. Anscheinend wohl später gibt es dann eine Mission. Da wird man dann von beiden verführt und die tun so, als würde man mit den Dreier machen. Ist richtig cool gemacht. Und dann verarschen sie einen nur und fesseln einen ans Bett und lassen einen dann hängen. Pass. What pass? Kind of pass confirms you ain't no mage. Can't enter or leave Novigrad without it. Was? Can't enter or leave Novigrad without it? Okay. Why have you shut the city gates? So as we can clean it of mages, witches and other scum that's crawled here since the war began. Aim to catch every last one of them, toss them on a flaming pyre like poxy livestock. Verbrennen war ja auch schon immer eine gute Lösung. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Das muss man noch mal lernen. Sorry, don't have a pass. You'll scurry no further then. Next! Hang on. How do I get one? Start by making an offering to the church. Then you'll need three pure souls to confirm. Let him through. Here's his papers. What? But we're. Not your concern. Back to your post. Sehr gut. Habe ich jetzt Paper? Guards from Siggy Reuven. Ah, der Reuven hat mir geholfen. Okay, jetzt müsste ich noch Skellige. Das wäre jetzt meine große Hauptmission, die von Anfang an mir schon zur Verfügung stand. Zur Auswahl stand. Level 16. Aber erstmal. Das will ich zu Ende spielen. Level 11. Und was haben wir hier noch? Ein Eye von Aal. Das ist die Mission für den König. Da muss ich nämlich. Genau, Roach heißt der, ne? Da muss ich dann eine Frau umbringen. Was ich irgendwie gar nicht so toll finde, weil die hat er erstmal blind gemacht. Und jetzt soll ich sie noch umbringen. Also irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Und der andere. Der Reuven, der hat mich doch gebeten, den umzubringen. Deswegen bin ich jetzt schon wieder geneigt, ins Lösungsbuch zu gucken, aber ich lasse es jetzt. Und was ist das hier? Machen wir das mal kurz zu Ende. Ist zwar nur grau, bringt nicht so viel XP, aber egal. Weil ich will erstmal noch die ganzen Sachen fertig haben. So die Nebenmissionen. Erstmal Nebenmissionen machen. Und dann, wenn man genug Nebenmissionen gemacht hat, was mache ich denn? Ja, wenn man genug Nebenmissionen gemacht hat, dann kann man auch wieder mit den Hauptmissionen weitermachen. Finde ich. Also so gehe ich immer vor. Ich gucke gerade mal, was es hier noch gibt. Und dann scheint es noch eine Quest zu geben. Ja, aber sonst hat man das Spiel einfach zu schnell durch. Jetzt kommen hier noch Gegner oder wie? Die sind aber alle unter mir, ne? Dann sollen die Gegner mal Gegner sein. Prepare for battle. Ach, der schon wieder. Brought friends? They all pledged to defend Maid Bilberry's honor too. No, no, no. They defend justice. Also den habe ich jetzt schon das treffe ich ins dritte Mal. Das ist einer, der mich immer besiegen will, und er kämpft ganz schlecht. Der haut dann immer am Ende des Kampfs ab. You never asked, but since you've all gone to the trouble, let's fight. Ein bisschen Feuer drauf. Damn it. Die sind ja schon vom Feuer versucht. Au! Ja, mit dem Rückenhacken ist immer so ein Problem, ne? Machen die gerne. Mach ich. Aua! Da, einer Freund ist gar nicht so schlecht. So, ist er jetzt endlich mal tot? Sieht so aus. So, haben wir noch sein Zeug mitgenommen, weil jetzt kommt er wahrscheinlich nicht mehr wieder.
Mittlerweile brauche ich echt fast gar nichts mehr looten. Also an so schäbigen Sachen auf jeden Fall mitnehmen, weil ich habe so viel Geld. Bin reich. Am Anfang war das echt noch ein Problem. Ja, ein bisschen Essen ist nie verkehrt. Das wäre jetzt easy. Mal ganz kurz nochmal die Gamma checken. Falsch. Naja, ein bisschen höher könnte es noch sein. So. Visit the haunted house again. Machen wir es doch. Da ist noch eine Mission. Oder was war das jetzt? Bandit? What is it? We've a problem, Master Witcher. Mate of ours got injured, and we can't seem to find him. Poor lad could bleed to death. You track many a monster. Would you sniff our friend out as well? I'm willing to pay. Why not? Short delay won't hurt. Lead the way, Master Witcher. Quick as you can, though. Poor lad needs help. Need some kind of lead first. Any clues? Yeah, he ran. Toward a port. Came out of sewers. Sewers? Should be an easy scent to follow. Okay. Den mache ich aber jetzt erstmal auch nichts. Was ist das denn hier? Ach, jetzt geht's schon los. Oder wie? Ah, die folgen mir jetzt auch schon. Aha, soll ich jetzt eure Mission machen, oder wie? Aha, geht direkt los. Das ist die Mission, ne? Na komm. So läuft es halt, ne? Geht man mal von der einen Mission in die nächste. Ist komisch, dass ich diesen Geruch schon sehe von dem Blut, bevor ich überhaupt einen Witcher Scent benutzt habe. Ah, da ist er auf jeden Fall. So. Footprints. Traces of sewer slime. So, das meinte ich hier, ne? Diese Spur. Na, komm, examine. Hm, kannst du nicht examine machen? Okay, dann halt nicht. Blood. Fresh. Und weiter geht's. Take pity, sir. I've a sick child. Even more misery besides. Was ist da hinten los? Da kann man was eintreten, oder was ist das? What are you bothering him, you grub? Can't you see he's busy? Oh, verjagt er den Bagger. Okay. Witcher. Da geht's weiter. So, und jetzt oh, that's bad luck. Da sind die Spuren. Hab ich gerade nicht gesehen. Oi, there's our friend. Ich hab den jetzt geholfen, den Witch Hunter. That was five stone of the purest fist tech you put to the torch. Do you know what it was worth? All right, Witchman, take your coin, bugger off. Ah, mach den ruhig fertig. Need no convincing there. Was kriege ich an Geld? Komm, gib mir Geld. Was ist mein Geld? Hallo? Habt ihr mich irgendwie Geld versprochen? Hab ich es nicht bemerkt, dass ich Geld bekommen habe? Ich weiß es nicht. So, hier, Haunted House, machen wir erstmal schnell fertig. Das bringt zwar kaum XP, weil alle Missionen, die stark unter deinem aktuellen Level sind, da kriegt man einfach weniger XP. Wie doof, macht man sie gar nicht mehr.
weiß noch, wie ich das erste Mal in eine Stadt gekommen bin, ganz am Anfang, als ich das Spiel gespielt habe mit dem Pferd. Und dann kam auch irgendwie so eine Meldung, so, ja, du bist jetzt in der Stadt und keine Ahnung, blablabla, hier laufen Leute rum. Und dann dachte ich so, oh Gott, wenn ich die jetzt anreite, dann sind die mir böse oder verletzen sich und dann werde ich gejagt. Und aber es hat überhaupt keinen Einfluss. Ich kann ja hier auch über irgendwelche Guards drüber reiten, die lassen mich dann auch in Ruhe. Ich muss mal echt jetzt langsam neue Pfeile mir bauen. Weil die habe ich jetzt nur noch 3 Stück. Bolzen. Nicht Pfeile, Bolzen. Ich bin jetzt an der Armbrust. Ah ja, hier war ich ja schon mal, ne? Genau, da soll ich jetzt nochmal rein. Was gibt's Neues? Kleine Mädchen immer noch da, weil wir ja waren nämlich so ein kleines. Wie schon, würde ich sagen, Monstermädchen. Well, you wanted braids. But I didn't want my hair pulled. Can't have one without the other. Then I don't want them. Genau das, was da gerade redet, glaube ich, das war dieses verfluchte Kind. Das, nee, das Kind, was halt Albträume beschert hat. Da ist er. Witcher, Witcher. Kareem, look who's come. Huh. Live here together now? Didn't know. Once you told me Sarah had been responsible for my nightmares, I decided to see if the devil's as scary as they paint him. Or her. I came in to find not a fiend, but our little Sarah. And I can't say why, but we took a liking to one another immediately. Das ist doch schön, dass die beiden sich gefunden haben. To isolate themselves from a world of beasts, humans began building cities. But since beasts prowl within stone walls as well as they do outside them, this did not allay human fears. The truth is, walls guarantee no one's safety. The place where you lock yourself in and lock all else out, that's not your home. Your home is sometimes a place you travel long and far to find. Cooler Satz. Also dein Zuhause ist nicht da, wo du in den Wänden drin bist, in den 4 Wänden, weil die 4 Wände, die können dich zum Beispiel vor so Geistern auch nicht schützen, sondern dein Zuhause ist das, was du nach langer Suche endlich findest. Das hat er jetzt gesagt. Wenn ich alles richtig verstanden habe. So, und das war es jetzt auch schon. Mission abgeschlossen. Easy peasy. Einfach nur mal kurz reingehen und mit denen erzählen. Gut. Ja, so sind manchmal Sidequests. Kurz und knackig. Ja, die war ganz lustig, die Mission mit dem Mädchen. Da musste ich noch in den Keller gehen und irgendwie einen Ofen finden und da was drin verbrennen oder irgendwie so. Also, und ich konnte dann auch am Ende entscheiden, ob ich das Mädchen hier drin lasse oder ob es verjage. Und ich habe es halt drin gelassen, weil irgendein reicher Banker hatte das Haus gekauft und wollte, dass es nicht mehr verflucht ist. Und denen habe ich gesagt, das ist leider verflucht, das bleibt doch so. Fand ich ganz lustig, dass ich das entscheiden konnte. So, es geht weiterhin mit der Mission weiter mit Skellige, ne? Ich bin natürlich total neugierig, wie es da aussieht, und es scheint wohl auch nochmal eine Riesenwelt zu sein, so ähnlich groß wie Valen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Nebenmissionen, die auch noch nicht gemacht wurden, aber die sind alle vom Level her following the thread. Und das hier, ne, Black Pearl. Die zwei kann ich ja eh nicht machen. Black Pearl geht nicht. Kommt keine Markierung. Kann ich natürlich mal gucken, muss ich mir mal aufschreiben, Missionen, die ich nicht machen kann oder nicht weitermachen kann. Dann kann ich mal in aller Ruhe gucken, was denn da das Problem ist. Ja, mal kurz aufschreiben hier, Witcher, und dann nennen wir die Mission, die heißt in dem Fall Black. Ich sehe es gerade nicht, da oben. Pearl. So, und dann haben wir noch die andere. Ist ja voll schade, dass es da nicht weitergeht. Die andere war nämlich hier, Following the Thread. Following. Okay, ich beeile mich. Thread. So, fertig, weiter geht's jetzt. So, genau, was machen wir als nächstes? Ich würde ja gerne die Elba-Mission machen, aber geht ja nicht, weil dann immer die Markierung zum Wegweiser zeigt. Ach, falscher Bereich, ja, genau. Also geht immer noch nicht, schade, wird sich wahrscheinlich auch nie lösen. Das ist nämlich oft so, wenn eine Mission kaputt ist, dann bleibt die meistens auch kaputt. Das ist meine Erfahrung.
Okay, dann könnten wir ja eigentlich jetzt da oben diese Hauptmission weitermachen. Ne? Tell Priscilla. Wir fahren Dulu oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, wer Dulu ist. Irgendwie eine Puppenname oder ein Haustier oder ein Vogelname. Voll nicht aufgepasst. So. Da wären wir dann. Okay, das heißt wieder nach oben gehen. Wo ist die Treppe? Ganz da hinten. Hier ist voll was los, ne? Steppt der Bär. Ich überlege gerade, ob man bei Skyrim tanzen konnte. Es gibt, glaube ich, auch Spiele, da kann man tanzen. Also jetzt nicht irgendwelche Spiele, wo, die den Fokus darauf setzen, sondern halt bei denen das auch geht. So, Priscilla. Du wirst dich jetzt hoffentlich freuen oder traurig sein, weil Dodo ist. I think I know how to free Dandelion. Got a plan. But we need Dudu. Gotta find him. This plan. What is it? Our Doppler friend will assume Mengus form. Order Dandelion move to Oxenfurt. We can grab him on the way. Brilliant. But how do you aim to find Dudu? You're his friend. Any idea where he might be hiding? With the Doppler, the question's never where, but as whom? In the past, facing trouble, he'd disappear, then reappear on the morrow with someone else. But this time he hasn't returned. Ich weiß immer noch nicht, wer Dudu ist. Known Dudu long? I know this might sound strange, but I can't be sure. It seems he'd been circling me for some time in various forms, trying to attract my attention. Can't blame him for making the effort. Thank you. I failed to notice him at first. Then he decided to shoot the moon, assumed Dandelion's form. What tipped you off? How do you know it wasn't Dandelion? Dudu not much of a singer? No. He simply spoke about something other than himself. We need to convince Dudu to reveal himself. Any friends we could leave a message with, someone he trusts. Dandelion? Irina Renard's troop, that's all really. Not certain he was friendly with anyone else. Spent dawn till dusk with the troop, on stage or in the crowd. So he liked going to the mummings? Yes, I'm actually surprised he didn't come to us after it all happened. He certainly could have counted on the Foxen's help. So if these mummers are ready to help... We need only mention Dudu. Irina and company are deeply indebted to him. Dudu and the mummers, how'd they meet? Mummers? That was my doing. Some opening night. Maxim lay comatose in his wardrobe, drunk as a otter. I thought of Dudu. Hard to imagine a better actor than a Doppler. And Dudu revealed himself to them just like that? I didn't think it wise to tell anyone. But Dudu and Irina took to each other completely and right away. He fell so hopelessly in love with the theater. Then he started performing with you. Yeah. Now Irina feels terribly guilty. They let him put himself in danger. She can't forgive herself. Maybe we could use a play. You know, work a message to Dudu into something. Lure him out of hiding that way. Not a bad idea. But I doubt a few lines would suffice. Besides, do you really think Dudu whiles away his days attending mummings he knows by heart? So what do you suggest? We must write an entire new play. From scratch. Something grand. Something that will grab Dudu's attention. So most importantly, it must have a splendid title. It must be the talk of the town. If you wish, we can start on it right away. Not sure I'm cut out to write a play. Maybe you're better off doing this on your own. It's sure to go quicker if you help me. You'll see, we'll have a grand time together. Okay. Aber mal ein Drehbuch schreiben. All right. Guess we can start writing the play. Any ideas for the plot? Actually, I was hoping. The key is to convince Dudu that he can rely on you. And that we wish to free Dandelion. The message must be clear, though naturally woven into the play's dramaturgical essence.
meaning we need an appropriate dramatic structure. Following along? Yeah. Ich verstehe schon, was die meinen, nur ob Geralt das versteht. Now to find the proper expressive form for our content. A gripping, contemporary story, that would be best. Perhaps about the condottieri of Povis. Mm-hmm. I know. Lorenzo Molla. A tale of a handsome but ruthless bandit and the Doppler who manages to fool him. But now the Doppler must hide and can only count on the help of his friend, who's a witcher, who in turn is prepared to do anything to save his daughter. No, better. His beloved. What do you think? Hört sich doch ganz gut an. Sounds great. Really think so? Lorenzo Molla. Yeah. Or perhaps not. Wait, I've got it. We shall stage a story of the Urchin of Erlenwald. Secret lovers, their betrothal, a curse, a cruel queen, bells sounding midnight. But at which point he reveals his face. He's a monster, there to steal Princess Palvetta. They want him dead, but at that instant, a witcher steps in. And everything ends splendidly. So it's settled, yeah? You wish to say something? We need a good title. Venture to say that's more important than the story itself. I've some ideas. Perhaps you can choose. Gonna consider my opinion this time? Of course. We're partners in this. I'm just in charge. I've two really good ones. The Doppler's Salvation and A Changeling Rescued or The Witch's Triumph. Which do you prefer? Naja, das unten ist ein viel zu langer Titel, das ist doof. Let's go with The Doppler's Salvation. Ich will eh das andere. It's shorter, catchier. Just one problem. No Dopplers in that story. Just a princess and a cursed urchin. Nothing simpler. We need merely swap the Doppler in for the urchin. The message, that's what's important. A witcher arrives and saves the Doppler. Got it? All right. So it's a comedy. I was thinking more along dramatic lines. But if you prefer something lighter. Listen, merely decide and I'll get to work. Hätte doch gesagt, dramatisch. You're right. A drama'd be better. Very well. I must get to work. While you must pick a corner. Sit down. Read silently or just think. All right? Fine, since you don't need help with the writing. Ich gehe jetzt nicht in eine Ecke. Wait. A rhyme for Witcher? Did Itcher? Ugh. Just keep quiet. Ich schreibe das mal schnell in den Play. Done. I could make a small masterpiece of this had I had more time, but we're fresh out of that. The hidden message to Dudu. What did you weave in? Hidden message? You were gonna work something in, like come to the Kingfisher at dawn, or that wouldn't be in keeping with the tone of the play, not at all. You wrote it to contact Dudu. That was the purpose. Fine. So how do you see this working? I don't know. I was counting on recognizing him by his scar. Or just improvising? Shall we worry about that later? First, you must take the script to Madame Irina. Sure you know where to find her? The troupe performs in the butcher's yard off the main square. Join us later. See ya. Das ist ja mal eine tolle Aufgabe. Bring das Drehbuch irgendwo hin. Aber wiederholt kann ich nur sagen, sehr, sehr abwechslungsreiche Mission. Nicht einfach nur geh dahin, bring den um, komm wieder, sondern geh dahin, rede mit den Leuten, entscheide dich. Und ja, manchmal muss man auch Leute umbringen. Das finde ich ganz cool. Ich bringe gerne Leute um. Hört sich irgendwie ziemlich psycho an. Ihr wisst, was ich meine. So, ab. Dahin. Was? This was. Yeah, but you can only enter with a ticket. There's no performance now.
Mamas are just rehearsing. Process is interesting to observe, though. So. Der sollte mal lieber sein Buch wegpacken, wenn es regnet. No performance. Said so yourself. You can still get a ticket. What'll it be? Need a ticket? Nee. Yeah, one. Here. Just stay out of sight, hey? Awful bashful, these mamas in rehearsal. Vielleicht wäre ich auch anders reingekommen. Madame Marina, can we talk? Geralt of Rivia. Dandelions told us so much about you. Is he with you? No, but I hope to bring him back soon. Here to talk about Dudu. Hmm. Let's speak in my quarters at the back of the theater. We'll be undisturbed there. How can I help? We've not seen Dandelion or Dudu recently. Dandelion's in trouble. That much I guessed, though I am curious how serious it is. Did he seduce a powerful man's wife and go into hiding? Or did he write an offensive couplet about the priests of the Eternal Fire? Worse. Lots. I'm gonna try to help him. Gotta contact Dudu first. But he's disappeared as well. Have a plan to lure him out of hiding, but I need your help. Serie zu finden muss man Dandelion finden und Dandelion zu finden muss man Dudu finden. Do? Ja, was ich auch so gehört habe, so die Kritik an dem Spiel ist so ein bisschen, es geht eigentlich nur die ganze Zeit um Ciri. Es geht eigentlich um nichts anderes und das ist ein bisschen schade. Mehr kommt nicht, das ist dann das Ziel vom Spiel. And you hope it'll get Dudu's attention as well, draw him here. So it must be an entirely new play? And who will write it? Priscilla, actually. She's done writing it. Tells the story of a witcher who rescues a Doppler from certain death. Hmm. Sounds interesting. I'll gladly have a glance. But first we must think about getting the word out and organizing some protection. Ushers. Marketing. Would you mind tending to these matters? How can I help you spread the word about the premiere? Well, we'd like all the city to hear about it, so we must clearly talk to the Puffins. Puffins? Who are the Puffins? Street artists. Get them to announce the premiere, and even the muscles on the harbor piling will hear about it. Where'll I find them? They did occupy some rooms in the bits in a townhouse, but I can't be sure they're still there. I've not seen them in the streets lately. They may very well have hung up their body hose. See if I can find them, and if they'll work for us. Think we need ushers? A play about Dopplers could be controversial, but are ushers absolutely necessary? Can't be sure if you've attended many performances, but Novigrad crowds can be particularly difficult. Rotten apples, tomatoes, eggs, that sort of thing? Axes, knives and bricks, actually. All right, know anyone appropriate? Also die werfen nicht mit Tomaten, sondern mit Äxten, wenn denen was nicht gefällt. You're bound to find some men willing to do any work for a few crowns. Thanks for helping. I'll come back once I found some ushers. See you then. Jetzt muss ich Ushers finden. Nicht nur einen Usher, sondern mehrere. You see those poor wretches who fled Belen? Truth is, we're already dependent on the Black Ones. Economically. Bomb, jemand gerannt. Tut zum Glück nicht so weh wie im echten Leben. So, wie viele Schritte? 260 Schritte, ah, das ist ein ordentliches Stückchen. Mal kurz gucken, gibt es da Fast Travel? Wir müssen wohin? Da ganz links. Ach, da war ich noch nie. Das ist doch cool, dann schalte ich dann mal ein paar Signposts oder Wegweiser frei. Hotte Hü, komm her! Dummes Pferd. Nicht den ganzen Markt kaputt reiten. Ich hab vorhin noch so einen Brief eingesammelt, ne? Blom, das war's schon.
Da sind auch noch zwei neue Sachen. Ist nicht aktualisiert, also hätte ich es einfach nur lesen können sollen. Den mache ich aber nicht. Weg. Ach ja, sieht schon cool aus, das Spiel. Sieht schon echt cool aus. Come on now. Noch fast 50 Stunden Spielzeit. Freue ich mich immer noch über die Aussicht bei Witcher. Über die Details. Echt ein schönes Spiel. Aber das habe ich bei Bloodborne zum Beispiel auch gemacht bis zum Ende. Das ist ja noch viel verschnörkelter. Gibt. Und der Bettler hier sitzt an einer doofen Stelle, na, da passiert glaube ich nicht so viel. Da muss er glaube ich recht lange warten. So, jetzt habe ich einen neuen Marker gefunden, stand ja auch da Gras, wunderbar. Aber mein Ziel ist noch nicht da. Das heißt, durch die Missionen lernt man eigentlich ganz neue Wegrad kennen. Was geht hier? Vögelei. Ich bin dabei, ich will auch Vögel. Good fight. Some nice footwork there. Challenging me, or is it hell you want to face? A Witcher versus the Beast of Metina. Killer Instinct versus Primal Rage. You guys really from Nilfgaard? We's from Plowing Metina, dammit! Not Nilfgaard. Raised by wild hounds on the windswept plains of Magdara. Brothers forged in bloodshed, veterans of Metina's infamous filthy arenas. Who dares face the wild men of the south? Who will look the beasts in the eye? Like to hire you to help out. We're staging a play. Ich fühle mich jetzt auch mit dem anderen prügeln. Actually want you to usher. Keep the peace. Make sure no one's ass gets kicked on stage or off. Got the wrong man. Usher ist dann sowas wie ein Bodyguard. Okay. Da kann ich umsonst machen, das müssen wir mal ausprobieren. How about a wager? If I beat Hal, you'll come work for me gratis. Gratis, das gibt's auch im Englischen. See, Al's no fan of mummies. Failed romance. Spare you the details. He'll need something special to convince him. Here's an idea. Take us both on, same time. Fire the century. A Witcher against the two-headed dragon of Metal. What if I lose? Oh, you'll lose. But we'll still do your little job. You'll just pay us double. Ja, kein Problem. Fine. Fight you both. Cough up the coin first. Lose and it stays with us. Double your wages, as promised. But if I win, I get it back. Ow! Finish him! Got something special lined up! Geht schon los, oder wie? Was geht schon los, okay. Dann darf ich den Feuer benutzen. Oder meine Tränke. Ich darf manchmal mit X rollen. Das geht ja gar nichts. Ja komm, box mich, greif mich an. Nicht auf einmal bitte. Naja, in Rückenboxen, das kann man alle, ne? Ah, Tränke darf ich auch nicht nehmen, okay. Das ist gemein. Ah, fuck! Ich will doch. Ich meine, ist ja egal, das ist aufs Geld scheiße, aber es geht um die Ehre hier. Ja, hier greift mich gleichzeitig an. Scheiße. Ich muss die ganze Zeit die Deckung oben halten, sonst kriegt man's.
Ah, fuck. Ah, scheiße. Naja. Es hat ein Pferd durch ihn durchgeritten. We've time for a little rest. Then we'll guard whatever it is you want. Don't fret. We'll get there before any of the dancing starts. And we'll keep that coin, right out. Ja, macht halt. So, Hottehü, wo bist du hin? Da, in der Fight Arena, ne? Dann lasse ich dich da mal sein und pfeifen ein. Komm, Hottehü. Na, da rettet es sich selbst. So, da sind jetzt noch einige Schritte bis zum nächsten Ziel. Wo soll das sein? Da oben? Da ganz oben. Okay, dann werde ich auf jeden Fall jetzt zu diesem Signpost reifen. Faster. Ach, das wird ja schneller machen. Ich würde auch gerne mal wissen, wie es ist, wenn man nach Skellige reist. Ob es dann übersprungen wird oder ob man wirklich übers Meer mit dem Boot fährt und dann sieht, wie es langsam näher kommt. Das finde ich cool. Dieses Zack ist man da, das finde ich mal ein bisschen doof. So, da wollen wir hin. Ja, lustig, da macht man hier ein ganzes Theaterstück vom Schreiben bis hin zu Marketing. Bis hin zum selber mitspielen. Sehr lustig. Bis jetzt noch keinen einzigen Mann getötet. Ja, ein bisschen schade, dass man beim Schnellreisen nicht das Pferd mitnehmen kann. Wenn ich jetzt direkt wieder draufsetzen würde. Oh. Jetzt wieder eine Waffe. Ich finde es cool mit diesen. Mit der Armbrust, dass die dann immer ein bisschen bluten. Das kann man gerade, wenn man ganz viele Gegner hat, dann die im Hintergrund, die schießt man dann an. Damit die schön am Verbluten sind, während man sich mit dem anderen pöbelt. Ah Mann, ich will doch jetzt gar nicht mit dir. Geil. Double kill. Was willst du? Zuckst da irgendwie rum, ne? Ah, fuck. Fuck. Der hat nur darauf gewartet, dass ich meinen Bogen spanne. Meinen Armbrust. Na Leute, zieht euch mal was an. Wie wollt ihr denn so gegen mich antreten? So, was mit dem los? Irgendwie sieht es aus, als würde da sein Arm noch liegen. Oder? Gib mir dein Geld. Mehr will ich gar nicht haben von dir. Ja, das Sandwich kann ich auch noch mitnehmen. Ja, ich habe in irgendeiner Mission wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht, vielleicht gehört das auch einfach dazu. Aber seitdem werde ich immer wieder angegriffen. Von Witch Huntern, glaube ich. Witch Hunter, ne? So. Gegen den einen kann man auch Karten spielen, ne? Meine ich. Habe ich auch letztes Mal, glaube ich, probiert, oder das war dieser Rüstungsbauer. Ach, ich brauche einen Juggler, genau. Nice tune. Damn sad, though. Then it successfully conveys my mood. What do you seek here? Looking for the puffins. Have I found them? We've no coin. Leave us be. Think there's been a mistake. Sorry. Mal nachgucken, was puffin our landlord had hired another thug to collect from us. Another thug? Flattered, thanks. Forgive us. You look threatening, and we've had our share of trouble lately. Nisa's on edge these days. We all are. So, Puffin ist ein Papageitaucher. Das ist eine Tierart. Don't want any coins from you.
In fact, I'm willing to pay you, provided you agree to get the word out about Madame Irina's new play. Oh, afraid that's impossible. Ever since we premiered our fateful ballad about Holy Hemelfart, who his faith ignores, gorges himself, diddles old whores, Fatso's gang has been harassing us incessantly. Fatso's gang? Common thugs in the church's pay. City's full of gangs like that now. They threatened me, sir. Said they round off our pointy ears with a carving knife. They don't let us perform. Chase away spectators, destroy our instruments. Lately they've taken to lurking outside our home. We're at wit's end, no clue what to do. They harm any of you? No, not yet. But it's merely a question of time. Nisa overheard talking about setting fire to something. Der Typ, der da gerade jongliert, sieht nicht wirklich aus wie einer, der jongliert. Also, klar, jeder kann jonglieren, aber der sieht eher aus wie so ein Krieger, als wie ein Jongleur. Alright. Say I get Fatso and his boys to leave you alone. Will you publicize Arena's play then? Da muss immer das eine machen, damit man das andere machen kann. You shan't find it easy. There's no talking to that lot. I'm not a great talker anyway. Gut, dann muss ich jetzt die Fox killen. Outside the Puffin's House. Mhm. Also hier bin ich jetzt beim Puffin's House. Das muss wohl irgendwas mit Jongleuren oder Unterhaltern zu tun haben. Bandits? Oh, Fatso, look what we got here. Is it just me or you got cat eyes? Right, he does. Stray cat must have fucked his mum. Okay. Now, what das you doing in the city Tod. Of eternal fire, cat shit? Leave the puffins alone. Worms that insulted Hierarch Emelfart. Die werden sich doch jetzt nicht auf mich einlassen. Die werden mich am Ende angreifen und sterben müssen. Shove their fruits up their blaspheming assholes. Yeah, they play a different tune then every time they fought. Okay, probieren wir es mal mit Geld. Fine, give her here. Except we're not going nowhere. Well, Johan might run and get some wine now we've got the means. Oh. I really dislike being cheated. Come on then, gonna rip me? Yeah. You guessed it. Ach, ihr Idioten, ey. Fall auch immer wieder drauf rein, ne? Der Einsteller hieß es auch irgendwie, ich soll meine Waffen abgeben, weil die mich irgendwie mitnehmen wollen und so hin. Und dann habe ich die abgegeben. Was ja auch voll dumm von mir war. Und dann haben sie mich angegriffen, sie zu Tode geprügelt. Ah, what a sight! You really showed them! One, two over the back, then pow, right in the noggin! I'll finally be able to leave my home without hiding beneath the hood. Thank you very much. Come on, it was nothing. Oh, it was something, all right. I don't dare think we've forgotten our promise. We'll strip our voices ragged praising Arena's new play. Not a copper. Helped us out. See no reason why we shouldn't help you. Get half of town to come to the play. Wait and see. Some quick preparations and we'll be out in the streets. Till the next. Wunderbar. So. Und jetzt gehe ich noch zur Irana. Und dann geht das Play los. Und dann kommt vielleicht Dudu. Dann nehmen wir das Hotel mit. Bleib stehen. Das sah cool aus mit dem Feuer so in die Kamera rein. Ah, die machen schon Werbung. Ah, die ist wahrscheinlich da hinten irgendwo, ne? Kommt da durch. Der ist schon ein bisschen besoffen.
Ein Spiegel. Aha. Der spiegelt aber nicht mich. Das ist immer so eine Sache. Es war schon immer bei Spielen so eine Sache, mit Spiegeln zu arbeiten. Es gibt echt Spiele, da gab es, da ging es einfach nicht. Ich weiß noch, bei Half-Life, mit der Half-Life 1 Engine damals, da musste man dann, wenn man zum Beispiel unter sich, das war so ein Trick irgendwie, wenn man jetzt einen Raum haben wollte mit einem spiegelnden Boden, hat man einfach den Raum unten drunter nochmal gebaut, den Boden leicht durchsichtig gemacht und dann sah es aus, als wäre es ein Spiegellook. Ja, ich habe auch mal gemappt ein bisschen, deswegen weiß ich das. Aber ist auch schon Jahre her. Ah, there you are. Managed to hire some ushers. Wonderful. That's one matter resolved. Wanted to talk about the text itself. Hmm. It's not at all badly written. In fact, I quite like it. I was willing to relax my standards to help Dudu, but we may have something very interesting here. I've very clear ideas who to cast as the servant, the Witcher and the Queen, but I'm not certain who should play the Prince and the Princess. Prince and Princess muss noch besetzt werden. Who is playing the Witcher? An amateur. It'll be my first time working with him, but okay. I'm confident he'll pull it off. Newcomer to the troop? In a sense. Oh, ich dachte, ich muss mitspielen. I'm talking about you. Ah, okay. It's a good idea. Doubt I'll get a standing ovation, but Dudu will see me. That's the key. But you will make an effort, won't you? Learn your lines, at least. I'll give it a shot, of course. Mhm. Ich hoffe, ich muss da nicht wirklich was auswendig lernen. Schon mal gehasst. Any idea who could play her? Priscilla would be the obvious choice. She's young and beautiful. Yet I do have more stage experience. Mhm. Aha. Naja, ist aber eigentlich egal, wie erfahren die sind, weil es geht nur um den Titel und dass er auftaucht. Let's have Priscilla do it. No offense, but most people assign greater importance to appearance than to talent. I understand. I shall let her know. I'm certain she'll be wonderful. Ja, natürlich soll die das machen. Ist doch auch ihr Skript. Die ist doch traurig. So who do you see playing the Doppler Prince? I'm finding it hard to decide between two candidates. Abelard Ritzer would be the safer bet. He's been part of our troop for ages, has flawless technique, but he doesn't exactly captivate the crowds. Who's your other option? Maxim Bollier, outstanding actor, and audiences love him, but sadly I can never be sure he'll show up sober, or that he'll show up at all. Mm-hmm. Ja, ich meine, wenn der Name angekündigt wird, dann kommen die vielleicht auch eher. Ob er dann auftritt oder nicht, ist ja egal. Let's risk it and give the role to Maxim. He's had a good spell of late, so maybe he won't let us down. Wahrscheinlich habe ich den vorhin vor der Tür getroffen. Ja, getting rich off this bestimmt nicht. Also bist du davon reich mit dem Play? Got the cast figured out. Bestimmt nicht. It seems so. Prepared to plunge headlong into your career as a mama? Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich noch irgendwie wirklich was lernen muss. Na mal los. Looked over the script. Curiosity. We can start anytime, even now. Well, we've no time to lose. Come to the stage. Eigentlich muss ich in 3 Minuten zur Arbeit. Sultan, what are you doing here? Pressy told me you ought to put on a play. Were you playing the lead? I'm not the lead. Oh, I thought to myself, I'd sooner shave my beard than miss that. Tell me, Witcher, you gonna wear hose and a codpiece? Come, Geralt, you must focus your mind before you go on stage. Good luck. Geil. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich irgendwie wirklich was sagen muss, irgendwie auswählen muss, sag das, das oder das. Dann stehe ich nämlich richtig doof da. Ladies and gentlemen, most honorable citizens of the hallowed city of Novigrad, welcome.
We have for you a tale moving and heartbreaking. Its title, The Doppler's Salvation. The players, Witcher Geralt as himself, ich hätte jetzt nicht starten sollen, wenn ich jetzt gleich los muss. Leo Ribe as the humble servant, appearing as the prince, the delight of audiences far and wide, Maxime Bollier. Ist er da? And as the princess, the lovely Trebaritz with the voice of a nightingale, Priscilla. Scheiße, ich will doch jetzt Pause machen. Ich will jetzt aufhören. Kann ich? Nein, jetzt muss ich erstmal das Play mir angucken, komplett wahrscheinlich. Das ist die Frage, ob Dodo kommt. Majesty, the Monster Slayer awaits. Your summons he's answered and stands at. So, ich lasse euch jetzt mal das Play gucken und ich werde meinen Rucksack packen, damit ich gleich direkt losdüsen kann. Lest that dread beast take my daughter's hand. Witcher, your task is a matter most tender. Her monster shall show at tonight's feastly splendor. Stand guard, beware, kill the beast if he shows. And a grateful queen shall reward your woes. I kill monsters for pleasure, and no man is my measure. He's swallowed the bait, this fool of a witcher. I'll ensure the foul bow reveals his true figure. The monster revealed, the witcher shall strike. The beast will he slay, thrust his head on a pike. Ah, my child will pity her love, this beast, but a fiend and a maid. No, this must cease. Gathered are we, a host fair and noble, to celebrate this day, the princess's betrothal. Alas, no monster do I see or hear. Perhaps midst the guests he hides, in fear. My dear, long have we hid our love's tender fires. In stealth we'd kiss, deceitful like liars. Tonight shall it end. Be my wife. That's my plea. Our heart's torment over, we shall love for centuries. Oh, darling, I will! Wait, with wine must we toast this moment joyful, if not a foul curse shall rend your lives woeful. Ah, 'tis not wine, but a brew spiked with silver. Soon all shall see my true monstrous figure. Hark, hark, 'tis no prince, but a Doppler impostor. Seems men's hearts can love for changelings foster. Behold, Witcher, the beast of which I spoke. Unleash your sword, let fly the killing stroke. Stop, stop, beast or man! 'Tis my love, my betrothed. Sheath your blades, fear a Doppler. 'Tis a thing most foolish. Changing one's shape does not make one ghoulish. Remember, 'tis not flesh a monster makes.
but a lack of morals. And a surfeit of cakes. Witcher, 'tis true. This wretch's foul suspicions tainted my mind with this plan so malicious. The Doppler must live. My daughter he'll wed. Beast or man, she loves him truly, without dread. 'Tis our tale's end, good folk, and its moral is this. No monster is he whose shape can shift. The Witcher is just. A true Doppler's friend. But you, foul page, in chains you shall end. Guard! Call the guard! Remove the traitor at once! Hey, hear the princess's command. Come up here. Come on then, Governor. Up you go. On stage. Toss the traitor scum in the dungeon! Don't be afraid. In the end, everyone will live happily ever after. Doppler and Princess wed the same night. The servant's heart melted. He wept at the sight. Kommt mir der Dude auch relativ bekannt vor. Doppler to the stake! Richtig scheiße, dass ich jetzt los muss. Ich bin gerade ziemlich im Zeitdruck. Los, Spiel! He's right! I'm Mummers! Don't know the Eternal Fire's commandments! Blasphemers! Order teach them respect for the faith! What are you on about? Shut the fuck up and clap before I tear you new arseholes! Achso, die müssen, man muss jetzt aufpassen, dass man nicht angegriffen wird von denen. On your feet, boys! Give him a taste of hell! In the name of the church! Give us a hand, Witcher. Can't take him on our own. Gibt's natürlich nochmal Schlägerei. Das darf ja nicht fehlen. Kann man auch speichern? Nein, das geht nicht. Ah, ist schon tot. Ich kämpfe jetzt gerade richtig schlecht. Ich muss einfach noch fertig werden. Will. Cool, dass mein Feuer auch immer nur die Gegner trifft, nicht meine Freunde. Tot. So, jetzt aber. Also wird eh automatisch gespeichert. Und Level aufgestiegen, das auch noch. Talk to Dudu. Gut. So, dann einfach mal schnell speichern und dann mache ich jetzt auch Schluss für heute. Eventuell mache ich ja doch ein zusammenhängendes Let's Play. Und dann könnt ihr mir weiter zugucken, weil jetzt habe ich auch schon viel eingesammelt, muss nicht mehr alles looten und so weiter, muss nicht mehr so viel farmen. Habe ich auch noch nie gemacht in dem Spiel. Und dann vielleicht geht es in Zukunft dann weiter mit dem Witcher Let's Play. Also, nochmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.